Guten Tag. Gestern fragte ein Follower, so ist es richtig, ein Follower, ich will immer User sagen, weiß auch nicht warum. Ja, okay. Gestern fragte ein Follower, ob ich nicht mal was zum Thema Gaten der Toms Gaten machen kann. Und da das sowieso auf meiner Liste stand an Themen, die ich euch hier präsentieren möchte, dachte ich mir, nehme ich das jetzt mal zum Anlass und ja, zeige euch mal was zum Thema Toms Gaten. Vorab, da gibt es. Ja, ein bisschen richtig und falsch gibt es da, aber im Grunde genommen ist das auch alles eine Geschmacksfrage. Es kommt natürlich auch immer auf die Musikrichtung an. Wenn du beispielsweise eine Jazzband aufzeichnest, wird da gar nichts gegatet. Dann ist das gesamte Drumkit wird sozusagen als ein Instrument behandelt, was sowieso in anderen Musikinstrumenten auch der Fall ist. Aber da brauchst du etwas mehr Kontrolle über die einzelnen Elemente. Und beim Jazz ist alles eher so viel mehr miteinander verstrickt, ne? Also viel komplexer, viel mehr miteinander verstrickt. Und da willst du ja auch jede kleine Artikulation hören, jede Ghost Note, jedes Zizzeln und so weiter, ne? Und Dynamik ist auch oftmals sehr weit unten und da willst du halt tatsächlich, dass auch alles, jede Resonanz von jedem Kessel und von jedem Becken halt auch mitgenommen wird. Okay. Ich spiel erstmal ein Stückchen vor, dann erzähle ich was zu der Aufnahme und dann, was ich so gemacht habe. Okay. Schöne Popballade. Ihr habt auch gesehen, während die oder gehört, während die Toms spielen, hat der Bass tatsächlich wum 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 wum, also diese Triole mitgenommen. In dem Fall nicht atonal, sondern weil ich es halt auch schön fand an der Stelle übrigens von Lars Lehmann gespielt mit dem Fretless Bass. Total geil, eins meiner Lieblingsinstrumente. Ich spiele euch die Stelle noch mal vor. So, ganz schön. Ihr seht hier auf dem Screen, wir haben weiter oben Kick, Snare unten, Hi-Hat, 1, 2, 3 Tom-Spuren, 2 Overhead-Spuren, eine Monoraum-Spur und eine Stereo-Ambience-Spur. Klar, wie Kick und Snare klingen. Auch habe ich jetzt gegatet. Ich weiß gar nicht, ob da noch eine offene mit. Nee, da spielt keine offene mit, weil es da auch kaum Ghost Notes und so weiter gibt. Deswegen ist es egal. Snare unten. Hi-Hat ist auch klar. So, jetzt kommt es zu den Toms. Tom 2. Tom 3. Okay, wie Overheads klingen, ist klar. Ne, also die sind gruppiert, die Räume. Gut, was habe ich hier gemacht? Ihr seht, das Tom ist nicht hart gegatet. Das bedeutet, also die Spur ist nicht aus und nur wenn Tom kommt, geht es komplett auf und geht dann wieder komplett aus. Sondern ich gehe hier, per Hand habe ich das tatsächlich gemacht. Ich ziehe das mal ein bisschen weiter auf, sodass ihr das seht. Ich gehe hier runter auf, was ist der Wert hier bei mir? Was, minus 23 irgendwas dB. Dann, wenn das Tom kommt, geht es auf und geht dann wieder runter auf minus 23 dB und so weiter. Warum habe ich das gemacht? Das ist tatsächlich bei jeder Produktion anders. Bei dieser Produktion ist das so, dass ich doch einen Ticken Lebendigkeit des Drumkits mit dem Tom-EQ mochte. Da wabert irgendwas noch so mit, was ich unter Kontrolle bringen wollte. Deswegen habe ich logischerweise den Rest des Signals dieser drei Tom-Spuren richtig runter gedreht, sodass eben auch nur, also minus 23. Und wenn es kommt, geht das Tom auf. Und dann geht es halt wieder runter, aber nicht G0, sondern auf diesen Wert. Und im Gegenzug dessen laufen hier. Die Raum- und Ambience-Mikrofone mit. Aber wenn die Toms kommen, machen die wiederum eine Biege nach unten. Warum? Weil ich ja das Trom frei laut haben möchte. Und an der Stelle nicht noch vielleicht ein unerwünschtes Raumsignal, sondern ganz klar die Toms. Ich schalte mal die Ambience an den Stellen der Toms aus und dann wieder an. Wenn ihr euch das über Kopfhörer anhört, werdet ihr feststellen, dass
von der Größe des Drumkits und von der Weite dann etwas fehlt. Das bleibt aber drin durch den Raum und die Stereo-Ambience, wird aber kontrolliert um einen Wert meiner Wahl. Also bitte schreibt euch diese Werte nicht auf, weil die machen bei euch wahrscheinlich keinen Sinn, weil ihr ein anderes Setup habt. Aber ich zeige es euch und ich sage es euch, -7,5 habe ich hier runtergedreht. Und wenn jetzt hier wenn der Song halt eben läuft und die Toms an dieser Stelle kommen, geht das Ambient-Signal nicht weg, sodass die Toms nach vorne kommen, sondern es geht ein bisschen runter. Und oftmals ist es tatsächlich so, wenn du etwas lauter haben willst, machst du nicht das lauter, was du lauter haben willst, sondern machst irgendwas anderes leiser, dann kommt das wiederum durch. Und genau das habe ich hier getan. Ich spiele es nochmal vor. So viel zu Toms gaten. Es gibt andere Songs, wo ich die Toms ganz knüppelhart gegatet habe und wo mir das Raumanteil-Signal genügte als Ambience, als Räumlichkeit des Drumkits, als Resonanz des Drumkits. Aber ich habe hier auch bei den Raumsignalen tatsächlich sehr viel oben und unten, was den Frequenzgang angeht, abgeschnitten. Ich kann euch das mal zeigen, wie die EQs der Räume ausschauen. Hier, das ist schon richtig. Also alles unterhalb 150 findet nicht statt. Und alles oberhalb 8 findet auch nicht statt. Okay, das ist in Ordnung. Aber ich habe tatsächlich sehr, sehr viel Bauch und sehr viel, Fleisch dazu weggenommen, sodass eben von den Räumen tatsächlich nur das da ist, was ich möchte. Das war Tom Skaten. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Bis morgen. Ich wünsche euch was.